Hi, also erstmal erwarte ich von euch, dass ich ein paar Danksagungen kriege, weil ich nicht den Totenkopf ins Thumbnail gemacht habe. Ja, ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass ich dann mindestens 200 Aufrufe mehr auf dem Part habe. Aber mache ich nicht, weil sich viele Leute beschwert haben. Und wenn sich jetzt jemand beschwert, dass ich es nicht gemacht habe, möge derjenige in der Hölle braten. Ach. Moin hat top Genesung gefunden. Okay, was ist passiert? Mods Gaudi ist vorbei. Der ist gestorben. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit einem Treffer geht. Weil ich eigentlich so ein bisschen erhofft hatte, dass Lavital nicht so die starken Attacken hat. Aber das scheint ja eine richtige Felsbumse zu sein. Also der kann's. Der kürt. Und den holen wir jetzt. Wir müssen jetzt auch mal einen Friedhof aufmachen. Das haben wir noch nicht. Okay. Moin, schaltet den PC ein. Moin. Pokémon bewegen. Box 1. Nein. Ist, was hatten wir mal Friedhof? Box 17, ne? Motiv. List 1. List. Vulkan, Geröll, Schnee. Himmel. Hier. So. Da ist der Friedhof. Und dann kommt Mods Gaudi leider in die ewigen Jagdgründe. Ja, still ist er jetzt, das habe ich mir gedacht. Schade, die Pokémon-Fähigkeit war ja eigentlich nicht schlecht. Lass sich das mit ihm selber heilen, wenn jemand irgendwann ein Essen ausgibt oder so. Steigert Attacken desselben Typs, also Stabattacken stärker. Schade. Dafür haben wir jetzt Kürt im Team und Kürt hat die phänomenale Pokémon-Fähigkeit. Duftnote hilft, wilde Pokémon fernzuhalten. Der stinkt sogar noch. Oh mein Gott. Das ist so eine richtige, so eine Charaktersau ist das, ne? So einen, den man eigentlich nicht um sich herum haben möchte. So ein richtig ekeliges Teil. Und willkommen im Team, Kürt. Es könnte sein, dass du ein wenig negativ von deinen Kollegen hier beäugt wirst. Gerade aus dem einfachen Grund, weil du schon jemanden im Team umgebracht hast. Aber das ist ja... Ich finde, das, da kann man mal drüber hinwegsehen. Und nochmal entschuldige, Gaudimann, dass dein Pokémon jetzt tot ist. Aber das passiert. Dafür ist dies ja auch eine Nasslok. Nee. Okay. Wir rennen jetzt einfach mal weiter durch diesen... Ach, guck mal, hast du gesehen? Er rennt einem immer in den Weg. Hey du, wo kommst du her? Zweitlaufdorf, ja. Kulturschock. Ich erlebe einen Kulturschock, wenn du mir im Weg rumstehst. Und du erlebst dann einen Elektroschock. Habe ich ein Elektro-Pokémon dabei? Ja. Ich könnte eigentlich Skinner ganz heftig an Frau Glör reiben. Ne? Dann geht das auch. Jawollo, damit haben wir unseren ersten Tod in den ersten 20 Parts. Hätte ich nicht gedacht. Also, eigentlich doch, hatte ich gehofft. Also, alles kaputt machen hier. Bäm! Ich finde es aber trotzdem etwas merkwürdig, dass Frau Glör in diesem Spiel nur dafür da ist, andere Sachen dreckig und kaputt zu machen. Oh! Das wird jetzt ernst. Wir haben ja kein Feuer-Pokémon mehr dabei, ne? Können wir das mit Blättern verhauen? Geht es? Wenn wir treffen? Oh. Naja. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist schade. Ey! Okay, geht so. Was ich gerne hätte, wäre ein Regigigas mit einer ganz anderen Fähigkeit. Also nicht hier irgendwas saumselig oder irgendwie so heißt es doch, dass die Attribute in den ersten 5 Runden halbiert sind. Das ist ja schon ein bisschen doof. Aber hier geht das anders. Und dann hat es gerandomized Attacken. Also das wäre schon ein richtiger Babo. Ich hatte ja gehofft, dass hier nichts ist. Der ist geil. Den will ich später. Der sieht aus wie so eine Reklametafel. Schilterus, Bolterus, Bolon, Lee. Hau ihm auf die Fresse! Ich war übrigens der Meinung, dass man hier irgendwo einen Rucksack kriegt, mit dem man in den Untergrund kann, aber ich habe keine Ahnung mehr wo. Hat Moiner TM3 Gewissheit gefunden. Ist das jetzt hier eine andere? Ja, das bestimmt. Also die Sachen hier sind alle richtig benannt. Nur mit Bugs in den Schriften. Das ist nicht schön.
Da haben die sich nicht drum gekümmert. Wussten sie auch nicht. Oh! Noch ein Killer. Das ist so eine Killerhöhle hier, ne? Alles nur Mörder. Wenn wir jetzt hier noch einen Simsala treffen, dann nehme ich aber Reis aus. Das ist gut. Wir haben jetzt einen im Team. Das ist echt. Also ich finde es schön. Wir haben jemanden im Team, der schon mal einen umgebracht hat von unserem Team. Das kann ich nicht oft genug sagen. Also das finde ich gut. Der hat sich so gesehen seinen Kampf, seinen Platz hier erkämpft. Er ist, ja, als No-Name gestartet, hat einen umgebracht und ist dann jetzt dabei. Das ist ungefähr wie bei DSDS. Ja, genau so ist das dann. Und damit müssen wir jetzt leben. Okay, auch kaputt. Bam! Bei solchen Felsen verstehe ich auch nicht, warum kannst du da nicht einfach drüber klettern? Die sind kleiner als du. Moin! Wie ziehst du verschiedene Arten von Pokémon auf? Wenn du nur Pokémon einfügst, bewirkt, wird es irgendwann schwer für dich gegen Pokémon, die gegenüber diesem Typ gefordert sind, zu bestehen. Okay. Ah! Hilfe! Lass uns kämpfen, während wir den Duft der Blumen genießen. Da müsste ich jetzt eigentlich mal Kürt reinhauen. Weil der ist ja mit der Duftkohle der Beste. Der pupst den ganzen Tag. Volumina ist so schön. Oh mein Gott. Oh, ich finde, dass Volumina aussieht wie so eine Nasenbrille. Kennt ihr die Dinger? Hier, Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Ja, er ist der Protagonist. Der ist der, nee, der Antagonist. Er ist der große Böse. Blattgeißel. Bam! Wir haben es geschafft! So eine Osterinsel geben sollte das ja erst sein, aber dann wurde es zu so einer Nasenbrille. Sehr gruselig. Sehr, sehr gruselig. Und dann Octillery! Mit dem Pflanzen-Pokémon hat man es hier tatsächlich sehr gut. Das ist der. Oh, er ballert mich ab! Nein! Weil auf Patronenhieb heißt das, dass man so schnell boxt oder heißt das, dass er uns mit irgendwelchen so Tintenbällen abballert wie bei Super Mario World? Octillery wollte ich übrigens damals auch haben. Wisst ihr das noch? Die Silbergeneration? Da hatte ich sofort vor, ein Octillery zu haben. Aber ich hab's nicht gekriegt, weil mir dafür die richtige Angel gefehlt hat. Tja, Dudley. Obwohl ich verloren habe, bin ich nicht wütend. Dem nicht. Ich drück da nicht weiter, das geht von alleine. Rote Rakete! Und dann geht's los. Kampf-Items, okay. Hier, nee. Rote Flöte. Eine große gläserne Flöte, die ein Pokémon von Anziehung heilt. Ja, wenn du zum Schluss gekommen bist, hast du keinen Bock mehr. Dann schläfst du ein. Das ist so. Und ja, ist normal. Wie findet ihr übrigens das Bild da oben rechts? Hat mir noch keiner von euch was zu gesagt? Sag mal, was hältst du vom Kiefer-Pokémon? Die finde ich geil. Du Chevalier. Ein Lebewohn furzt in der Badewanne. Ist kein Kiefer-Pokémon, ne? Ist ein Akane. Was tanzt er denn so doof darum? Was tanzt er denn so doof darum? Blattgeißel! Ich sollte mal ein anderes Pokémon an die Pole-Position stellen, denn Party Löwe ist ja beinahe schon Level 20 und das ist eher kontraproduktiv, wenn die anderen noch bei Level 5 und 10 rumlaufen. Und dann habe ich ein Problem, wenn ich jetzt wirklich mal gegen den Typ-Nachteil spielen muss. Na. Ich krieg das hin. Der Party Löwe muss ich ja auch erstmal etablieren. Wailord finde ich ja extrem lustig, aber das ist so eins der merkwürdigsten Pokémon, die es so gibt. Ja, das ist ja eigentlich nicht so praktikabel. Stell mal vor, dann möchtest du irgendeinen Pokémon-Kampf machen und dann schmeißt du das im Kaufhaus und... Bam! Octazooka! Ja, das meine ich! Okay, dann haben wir einmal diesen Patronenhieb und einmal Octazooka gekriegt.
Tezuka, das ist auch ein geiler Name, ne? Okay, jetzt haben wir ein Problem. Oh, er randaliert. Es gibt nichts Schlimmeres als ein randalierender Wal. Leute, das ist wirklich so. Ich habe schon sehr merkwürdige Dinge in meinem Leben erlebt, aber... So, jetzt muss ich nochmal lesen, was die anderen Attacken von Partylöwen so können. Nee, ich will nicht tauschen, ich will lesen. Jo. Offenlegen. Werden getroffen, ja. Ach, die Synthese und Morgengrauen sind das gleiche? Das ist ja voll der Unsinn. Okay, dann machen wir fertig hier. Du musst treffen! Es schlug fehl, heißt das, dass es nur Gegner trifft, die gerade den Scanner oder Schutzschild benutzen, ne? Oh, dann muss ich ja tatsächlich hier wechseln. Yeah, wen nehmen wir denn? Skinner? Wir haben ja theoretisch doch die Möglichkeit, Wutbürger, seine Spaßbremse einzusetzen. Aber das mache ich nicht. Während er hier randaliert, der schafft Skinner das doch mit Leichtigkeit. Ich habe übrigens bei meinem Gamepad hinten so einen Schalter, den ich drücken kann. Und ich weiß nicht, was der macht. Irgendwann mache ich das mal. Das ist einfach so ein Umlegeding. Links ist X, rechts ist D. Muss ich dann lachen, wenn ich das mache? Das ist schon ein hartes Biest, ne? Ich hätte auch gerne so eine Randale-Wahl. Ach, Erika damals, du warst der Wahnsinn. Erika, oh. Wildlord wurde besiegt. Ist ja so ein bisschen schade auch, ne? Skinner erreicht Level 15, yes! Ach, ist das schön. Cammy besiegt. Oh yeah. Okay, da wir keine AP haben, können wir Partylöwe nicht mehr benutzen. Tauschen wir mal ein bisschen mit Skinner. Oder nehmen wir mal auf Problem, Nicole. Warum nicht? Dann stirbt in diesem Part noch jemand. Aber dann weiß ich nicht, wem ich Zertrümmerer beibringen soll. Dann müssen wir eine Leiche mitschleppen. Dann wird auch keine Lust. Wie wär's, wenn wir einfach mal gegen hier Ute und Johanna kämpfen? Liz. Wir können diesen Trainer ganz schnell besiegen, oder, Lena? Wir sind die Stärksten in unserer Knacke. Emma und May, die heißen ja ganz anders. May. Okay, was gibt's hier? Ein Rabaus und ein Krebs-Squar. Krebs-Squabs. Pocket. 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 Ach. Ich komme auch nicht drauf klar. Also gar nicht. Wie wär's denn, wenn wir den Krebs mal mit Müll bewerfen? Nee. Ich habe das Gefühl, dass Spaßbremse hier nicht so eine hohe Lebenserwartung hat. Deswegen machen wir das mal so rum. Hier! Nimm das, du kleine Wurst! Da gibt's einfach so einen gelben Sack so ins Gesicht. Bam! So richtig schön mit abgelaufenen Lebensmitteln, allem Zip und Zap. Am besten noch Fanta reinschütten, damit so Melange ein bisschen weiter noch Vielender? Das ist gut! Ja! Vielender, das ist doch die stärkste Käferattacke, oder? Brutaler Rammangriff mit spitzem, beeindruckendem Horn. Oh ja! Oh, geil. Das ist super. Das will ich. Vielender. Zeigt er seinen Schwängel und haut da erstmal schön in das süße Gesicht. Nein! Lass das! Aquahole Bitches ist tatsächlich nicht gut. Ich habe gerade wieder Angst gekriegt, Freunde. Wieso hagelt es eigentlich? Wer von euch war das? Ich war das nicht. Au! Spaßbremse. Oh! Da wir im roten Bereich sind, muss ich unbedingt jetzt etwas für die Gesundheit tun. Warte mal. Mülltreffer auf Krebscore. Dann greifen wir ganz tief in den Beutel. Trank ist nicht genug. Ja, komm, hau rein hier. Top Genesung. Und wenn jetzt zum Beispiel
Mülltreffer nicht treffen würde, also Müll-Nicht-Treffer, Müll daneben. Ah, ich glaube, das reicht. Und wenn wir dann nochmal eine Aquahaubitze abgekriegt hätten, während Spaßbremse nur... Okay, pass auf. Ach, der muss ich wieder aufladen. Das war mir jetzt entfallen. Das wusste ich nicht mehr. Das ist sehr gefährlich hier. So, jetzt Kismet-Wunsch. Laser! Laser! Oh, hätte ja sein können. Okay, wir... noch. Nee, mach mal das hier. Ist auch cool. Jetzt müsste es eigentlich vorbei sein. Es ist mir aber jetzt viel zu wenig Trefferwahrscheinlichkeit. Bam! Das meine ich! Das hat überhaupt keinen Sinn! Diese Attacke ist scheiße! Die ist tatsächlich sehr doof! Die macht null Schaden! Also vielleicht ein bisschen, aber... Das sind eben typische VM-Attacken. Ich wäre dafür, dass die VM-Attacken auch so im Kampf ein bisschen was können. Das wäre cool, ne? Aber das wird niemals passieren. Es gibt ja keine VM-Attacke, die irgendwie sinnvoll ist. Außer Fliegen, vielleicht. Aber bei den anderen gibt es mittlerweile immer was Besseres. Ja, Leute, das ist einfach so. Statt Surfer kannst du Siedewasser benutzen, ist geiler. Statt Stärke kannst du alles benutzen, ist geiler. Und statt Zertrümmerer könntest du auch mit Popeln werfen, das wäre auch ein bisschen geiler. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!